Wir werden als nächstes Effi das Stelenstück überreichen. Aua, Baum. Aua, Baum. Ach. Lass mich in Frieden! Holz nehmen wir mit. Entschuldigung. Was läuft denn mir auch vor die Füße? Wenn so suizidgefährdet ist. Nee, was eine Schweinerei. So, zurück bei Epi. Der wird stolz auf uns sein. Hier geht's rechts. Da bist du ja. Ich habe dir was mitgebracht. Die Überlieferung könnte wahr sein. Uah, ist das etwa Blut? Ansonsten ist es unbeschädigt. Einige behaupten, das würde zu ihnen sprechen. Was hätte diese Kraft? Seltsam. Ich höre nichts. Und du? Geschwätz von Verrückten. Vielleicht verrät uns das nächste Stück mehr. Das muss gründlich gereinigt werden. Hoffentlich sind die anderen in besserem Zustand. Ich werde die fehlenden Stelenstücke suchen. Dann werden meine Kollegen endlich zuhören. Das Ritual soll etwas auslösen. Aber was? Was wird geschehen, wenn wir alle Stücke beisammen haben? Werden wir zu einem Schatz geführt? Einiges lässt sich nicht übersetzen. Dieser Absatz spricht von würdig. Ah, was noch? Nun, dieser Absatz spricht von einer inneren Vision. Aber die Bedeutung erschließt sich mir nicht. Es ist fast übersetzt. Warum freust du dich nicht? Du sagtest, die anderen hörten etwas. Sie glaubten, angesprochen zu werden. Ich höre nichts. Ich fühle nichts.
Es ist eine neue Entdeckung. Es ist natürlich zu zweifeln. Es ist natürlich zu zweifeln. Ah nee, wir sind positiv. Es ist ein bedeutender Fund. Das waren deine Worte. Was kümmert es dich, was andere sagen oder fühlen? Ich weiß. Aus logischer Sicht verstehe ich, dass er bedeutend ist. Aber was, wenn ich ihn nicht erfahren kann? Und dieses würdig? Was, wenn ich nicht würdig bin? Was, wenn die Götter unser nicht würdig sind? Hör zu, wir sind noch nicht fertig, oder? Also warte ab. Du hast recht. Klopf dir den Staub ab und konzentrier dich. Du hast recht. Suchst du hier nach? Oh, wunderbar. Kopf hoch. Nur noch ein Stielenstück übrig. Du hast recht. In der Stadt Euchomenos steht in der Nähe des Hafens ein Tempel. Vielleicht ist sie dort. Ein Stielenstück noch. Ja. Level up. Und 95 Millionen neue Quests. Begib dich zum Tempel in Euchomenos. Begib dich zum Tempel. Ah, da. Da ist er. Wir traben zum Tempel. Es wäre doch gelacht, wenn wir dem Geheimnis auf die Spuren kommen könnten. Mir zuvor. Ich sollte mir das genauer ansehen. Die kennen wir doch. Ist nichts mehr heilig. Antike und wertvolle Relikte wurden in dem Tempel aufbewahrt. Der Mistkerl brannte ihn nieder und bediente sich. Das Feuer sollte ihre Spuren verwischen. Der Kerl rannte in Richtung der Stadt und hatte unsere heiligsten Relikte bei sich. Bestimmt ist er im Bettlerviertel, so wie er aussah. Nicht, kennen wir nicht. Die sieht nur aus wie jemand, so der wir schon begegnet sind. Diese Gefäße zerbrachen vor dem Feuer. Was haben wir hier? Ein abgenutzter Schal. Ich suche nach jemandem mit zerschlissenen Kleidern. Schuldige ist in der westlichen Gegend. Okay, passiert das immer doch.
Wir gehen mal weiter Richtung Westen. Icarus hat ihn schon. Wo ist der Gauner? Da ist der Gauner. Seine Kleidung ist zerschlissen und die Farbe passt. Das mal blau. Und wieder geht's zu Epi. Hast du doch auf, wo du lang läufst. Irgendwann gibt's berittene Zivilisten. Gibt's irgendwann. Lasst euch nicht stören, ich slide hier mal eben durch. Ich habe die letzten Stehlenteile. Und außerdem alle Teile der Rüstung. Ich kann kaum an mich halten. Dies ist ein bedeutendes Ereignis. Urgötter, würdig, innere Vision. Was kann das alles bedeuten? Das werden wir wissen, sobald du mit der Übersetzung fertig bist. Ja, du hast recht. Die Stele muss zusammengesetzt werden. Komm. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Dies ist der Höhepunkt einer großen Entdeckung. Werden die Götter zu uns sprechen? Was werde ich sagen? Was werden Sie sagen? Ist das überhaupt wichtig? Vielleicht, wenn du vorliest. Ja, ja. Nur jene, die eine innere Vision besitzen, ein Geschenk der Urgötter, werden würdig sein, die Kraft des großen Dipsi-I zu führen. Dipsi-I? Was soll das bedeuten? Das ist unglaublich. Ich verstehe nicht. Es scheint sich nichts getan zu haben. Der Ort ist noch derselbe wie zuvor. Sieh dich um. Ich sehe nichts. Was siehst du? Der Raum ist lebendig. Die Götter, sie sprechen zu uns. Wie kann das sein? Warum sehe ich es nicht? Warum sollten sich die Götter mir nicht zeigen? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ist es, weil ich unwürdig bin? Hast du eine innere Vision? Das ist gemein. Epi, du hast das Grab. Es werden weitere Entdeckungen folgen. Genug. Lass mich. Könntest du bitte gehen? Ich verstehe es nicht. Du bist halt einfach unwürdig. Mehr kann ich hier nicht tun? Das war schon alles? Mehr passiert hier nicht?
Habe ich mir jetzt spektakulärer vorgestellt? Na gut, da machst du nichts. Bevor wir jetzt Boiotien verlassen, sprechen wir einmal mit Stentor. Würde ich sagen. Nächster Halt, Stentor. Ruf mal Phobos vorbei. Dann sind wir schneller unterwegs. Kann man Stento berichten, dass wir seine vier Freunde getötet haben. Da seine Drecksarbeit machen. Der faule Sack. Dazu ist er Nütze. Du bist zurück. Die Helden sind erledigt. Du solltest tot sein. Bist du enttäuscht? Die Götter bestrafen mich. Ich bin Söldner. Töten ist mein Beruf. Daran ist nichts Göttliches. Bescheiden, aber sterblich. Auch dich wird Hades noch bekommen. Den Fluss überqueren wir, wenn wir dort sind. Ich habe keine Zeit für sowas. Sparta muss dieses Gebiet einnehmen, solange wir die Chance dazu haben. Bringen wir es hinter uns. Darin sind wir uns einig. Je eher ich dich loswerde, desto besser. Ach, Stentor. Dann auf ins Gemetzel. Da vorne ist ein Anführer. Wir können uns mal als erstes. Nein.
Meinst du? Komm her! Komm, 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 kommt, kommt. Ja, und wieder ein Söldner weniger. Ach so. Ich muss mich erstmal um eure Anführer kümmern. Ja, den da wollte ich. Nee. Stirb doch einfach! Lauft, solange ihr noch könnt! Sparta hat Athen erfolgreich besiegt. Der Staat Boiotien steht nun an der Seite von Sparta. Yay! Der Sieg ist unser! Das Verdanken? Nein, nein. Du hattest Glück, dass ich hier war. Wäre ich nicht gewesen, hättet ihr das nicht überlebt. Mein Vater hätte einen deutlicheren Sieg errungen, aber er ist nicht hier. Und zwar deinetwegen, wenn ich mich recht entsinne. Fang nicht an. Sag mir ja nicht, was ich tun soll. Ich habe hier das Kommando. Du hast meine Hilfe gebraucht. Bei den Göttern, wie kann man so arrogant sein? Kein Wunder, dass mein Vater dich verstoßen hat.
Du weißt nichts über meine Familie. Ich weiß, dass er dich von einer Klippe stieß und mich wählte. Oh, na, wer ist jetzt arrogant? Du bist nur ein Nachzügler. Ein schlechter Ersatz. Das werden wir noch sehen. Was meinst du? Nun, da wir die Athena auf dem Feld besiegt haben, ist es Zeit, mich um einen wahren Feind zu kümmern. Stentor, du... Deine Arbeit ist getan, Söldner. Und jetzt töte ich dich für das, was du mir in Megaris genommen hast. Du musst das nicht tun, Stentor. Oh, aber ich tu's. Und nichts, was du sagst, wird mich davon abbringen. Das ist nicht das, was Nikolaus gewollt hätte. Woher willst du das wissen, Verräter? Ich bin kein Verräter. Du hast Sparta verraten. Du hast deine Familie verraten. Du hast meinen Vater getötet und mir ein normales Leben verwehrt. Du verdienst nichts außer meinen kalten Stahl, der sich in dein Herz bohrt. Ach, Stentor. Willst du das wirklich tun? Euch umzubringen, wird die alten Wunden nicht heilen. Pater! Hallo, Stentor. Ich dachte, du wärst tot. Noch nicht ganz. Er sollte für seine Taten büßen. Wie oft soll ich es dir noch sagen? Stentor, er schuldet mir nichts. Ich verstehe nicht. Ihr seid zu Größeren bestimmt. Werde der Anführer, zu dem ich dich ausgebildet habe. Führe Spartas Heere und kehre siegreich zurück. Wie? Du bist ein ehrenhafter Mann, ein treuer Sohn und großer Krieger. Du wirst ein besserer Anführer sein, als ich es je war. Du hast es in dir. Das werde ich, Vater. Ich werde dich stolz machen. Das hast du bereits. Das hätte böse enden können. Alexios, ein Schatten liegt über Sparta. Sei vorsichtig, wenn du zurückkehrst. Martha und ich kommen schon klar. Wo war sie? Auf einem Thron. Klingt ganz nach ihr. Ha. Mögen die Götter über euch wachen. Sprich mit Myrene vor dem Thronsaal. Der Thronsaal ist zurück in Sparta. Okay, bevor wir zum Thronsaal zurückkehren. Würde ich gerne. Hier vorne ist ein Kultist. Kümmern wir uns erstmal um den Kultist. Was sagt sie? Oh, noch ein Komplettjäger. Koinos der Waldarbeiter.
Die Söldner unterwegs. Ja, mal Hörner. Für Augen. Kann er auf Feuer spucken? Wenn du noch einen Schritt langsamer reitest, lauf mal rückwärts. Nein, habe ich nicht. So, wo bist du? Zeig dich. Du bist hier drin. Das sagst du mir. Das sagst du zu mir. Zeig dir, welche die Ratte ist. Anstatt du dich um deinen Kram scherst. Das hätte nicht sein müssen. Ich hoffe, das weißt du. Wollen wir den Tod bestätigen? Q
Kult ist besiegt. Oh. Wir kommen näher. Der Geist sehnt sich nach Freiheit. Der Geist plant, Anonyra einzuläuten. Der Geist kontrolliert die Athener Politik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 noch und dann der innere Kreis. Details. Wo ist die denn? Wo versteckt die sich? Iokaste, die Seherin, der Atem der Götter, der mystische Weise hielt das Herz der Welt in den Händen. Es war Iokaste, die das Orakel von Delphi mit Lügen fütterte. Es war Iokaste, die Krysis anwies, Deimos zu entführen und wie ihr eigenes Kind großzuziehen. Iokaste perventierte jedes Gebet mit jedem religiösen Ritus, um den Akt der Anbetung in eine Opfergabe an den Kosmos zu verwandeln. Steht aber nicht, wo ich die finde. Ach doch, da oben. In Chios. Da würde ich sagen... wird Chios oder Chios unser nächster Halt sein. Ich würde noch vorher gerne... bis das geladen hat, bin ich auch bis da rüben hingeritten, ne? Wir haben eine neue Gravur freigeschaltet. Wieso habe ich jetzt keine? Online bin ich armer. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Habe ich hier einmal durch?
Machen wir erstmal ein paar Nebenquests. Ich halte mich für unbesiegbar. Für eine Gottheit. Halbgott. Halbgott, halb Mensch. Baum. Ast. Ich bin ja schon weg. Ich komme schon zurecht. Specht. Ich höre einen Specht. Ach so, hier ist auch wieder eine Festung. Ja, wollte ich auch nicht. Ich bin hier nur zufällig reingeraten. Ich bin auch schon weg. Doch nur eine Quest annehmen. Hui. Phobos noch mal rufen.
Aber ich hätte auch schnell reisen können, ne? Naja. Jetzt immer da. Ist hier ein Schmied in der Nähe? Ein Schmiederich? Ich war gerade vorbei, ne, am Schmied. Ach, schwimmbar. Bruder, komm her. Mach ich gleich. Ich schau mal eben, warum ich Internetprobleme habe, und dann sehen wir uns gleich im nächsten Part und machen hier die Nebenquest. Bis gleich. Tschüss.